Ja, in den Händen halte ich die neue EOS M5. Das ist unsere neueste spiegellose Systemkamera, die sich in das EOS-System integriert. Also insgesamt gibt es zu dem System jetzt 7 spezielle Objektive, die für die Spiegellosen konstruiert worden sind. Und insgesamt natürlich so um die 70 Objektive aus dem EF- und EFS-System. Wir sprechen hier von einer kleinen EOS 80D, von der Technologie, die dort verbaut ist. Wir haben hier 24 Megapixel Sensor, CMOS, eigene Produktion mit dem sogenannten Dual-Pixel-Autofokus, der auch dafür sorgt, dass die Kamera sehr schnell fokussiert, sowohl im Video- als auch im Fotobereich, und natürlich auch eine sehr schöne gleichmäßige Fokussierung zulässt, wenn man mit der Kamera filmt. Wichtig für den Bereich des Sensors ist es, dass der Sensor eine sehr große Dynamik hat, viel mehr als unsere früheren EOS M-Modelle. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, sowohl bei JPEG als auch bei RAW-Daten noch sehr gut in die Schatten reinzugehen und zu korrigieren. Was die Suchertechnik angeht, wir haben ein 2,36 Megapixel elektronischen Sucher verbaut, der mit 120 Hertz Technik arbeitet, das heißt ein schönes flimmerfreies Bild zeigt. Und ein schönes Gimmick bei der Kamera ist es, dass wenn ich durch den elektronischen Sucher schaue, ich die Möglichkeit habe, den Fokuspunkt über das Display zu verschieben mit einfachem Fingertipp. Und zwar entweder auf der rechten Seite, ideal für die, die mit dem rechten Auge durch die Kamera gucken, oder auf der linken Seite, für alle, die mit dem linken Auge durch die Kamera schauen, beziehungsweise auch über das ganze Feld. Und dabei kann man auch noch wahlweise einstellen, wie beim, sag ich mal, Grafiktablett, ob man eine absolute Bedienung hat von der Flächenaufteilung her oder eine relative, wie man es mit der Maus gewohnt ist, sprich den Fokuspunkt immer weiter schubsen kann. Also all diese Möglichkeiten kann man hier einstellen. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Darüber hinaus verfügt die Kamera noch über eine Bluetooth-Verbindung neben Wi-Fi und NFC. Und mit Bluetooth habe ich die Möglichkeit, die Kamera aufzuwecken, auszulösen, am Fernseher fern zu bedienen, wenn ich eine Bildershow mir anschauen möchte, und die Kamera sehr einfach mit WLAN entsprechend zu koppeln. Das ist auch eine neue Technologie, die letztendlich Wi-Fi und NFC ergänzt. Vielleicht noch zum Abschluss bei der Kamera zu erwähnen, das ist jetzt die erste EOS M, die sich auch für Drohneneinsatz eignet. Ich habe die Möglichkeit, das Videosignal auszuspielen und die Kamera über einen Kabelauslöser auszulösen. Also dieses klassische Drohnen-Setup ist hier machbar. Man kann dann natürlich die sehr kompakten Objektive aus der EOS M-Serie dann für den Drohneneinsatz nutzen. Ja, klein, leicht, kompakt, griffig vor allem. Batteriegriff gibt es nicht. Nein. Oder einfach nur einen zusätzlichen Griff. Löst sehr schnell aus. Wie viele Bilder pro Sekunde? Maximal 9 Bilder pro Sekunde bei voller Autofokus. RAW oder nur JPEG? Auch in RAW. Auch in RAW. Sehr schön. Klein, griffig, leicht. Es hat mehr drin als es aussieht.